hat uns gesund hierher gebracht. Der läuft da vorne. Wir machen jetzt einen Live-Haul. Der Max braucht Klamotten und ich auch. Ich wollte was beim Zara gucken. Und hier ist mein kleiner Lassie, der begleitet mich. Ja. Oh, jetzt hast du den Bestand auf. Entschuldigung. Nicht schlimm. Also, wir nehmen euch mit. Los geht's. Da vorne ist der Max. Max! So. Da ist er, der Max. Max, freust du dich, dass wir jetzt da in Zara gehen? Ja, du suchst mir jetzt Klamotten aus, mein Schatz. Aber nur schöne Sachen. Der Lassie hilft dir. Stimmt, Lassie? Was? Du hilfst auch mit, ne? Ja. Okay, los geht's. Das ist aber eine hässliche Bluse. Max, ich suche eine weiße Bluse. Mit so Ärmelchen möchte ich haben. Aber in weiß. Also, los geht's. Das ist eine Challenge, Schatz. Du musst dir jetzt Mühe geben. Ach so. Ich brauche ein Outfit für morgen, weil es wieder nach Berlin geht. Also, Max, für Berlin. Okay. Was Schickes. Nein, nein, ja. Nein. Oh, die ist schön. Die ist schön. Nehmen die mal. Nehmen die. Okay. Ich probiere dann auch mit euch an in der Umkleidekabine. Was? XL? Ich gebe dir gleich XL. Die finde ich voll schön, die Jacke. Und du, Max? Wenn ich eine Ranch habe. Wenn du eine Ranch hast? Verstehe. Max, hast du noch was gefunden? Ja, die drei Sachen. Zeig mal. Ja, könnte mir gefallen. Ich glaube, ich probiere mal an, ne Max? Jawohl. Okay, los geht's. Die ist auch schön, die Jeans. Die ist schön. Schau ich gut, ne? Max. Schöne Sachen haben die. Also, die Sachen hat der Max mir jetzt ausgesucht. Und ich würde sagen, ich probiere jetzt mal an. Mal schauen, was mir so passt. So, das ist jetzt die erste Bluse. Das ist Größe 34, aber irgendwie ist mir das hier so ein bisschen zu locker. Wisst ihr, wie ich meine? Ich zeige es euch mal hier drüben. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt besser sehen könnt. Ich weiß es nicht. Also süß ist es schon. Aber so ein bisschen hier so, ne? Zu groß. Wisst ihr, wie ich meine? Aber sonst ist er eigentlich ganz süß. Ja, ich glaube, die kostet 39,95. Ich sag's euch, warte. Ja, 39,95. Jetzt probiere ich mal hier an. Die finde ich süß. Hier mit diesen Ärmeln. Müssen wir halt so reinstecken, weil so draußen mag ich das nicht so. Aber wenn man es so ein bisschen reinsteckt, sieht es eigentlich ganz süß aus, ne? Hier hinten hat es nochmal wie so ein Joker. Ich könnte jetzt nicht sehen. Ja, aber ich glaube, die nehme ich mit. Die gefällt mir ganz gut. Okay, die lassen wir natürlich hier. Die ist ein bisschen zu heftig, ne? Und das ist jetzt die nächste. Die finde ich auch interessant gemacht. Müsste man auch wieder hier so ein bisschen reinstecken. Und hier an den Ärmeln, könnt ihr das sehen? Macht man einfach nur so dran. Und hier ist es dann so ganz luftig. Sieht auch irgendwie süß aus. Gefällt mir auch gut. Mal schauen, ob ich die mitnehme. Vor allen Dingen meine Socken heute, ne? Total schön. Die Hose, die habe ich mir jetzt ausgesucht gehabt, aber ich finde, solche Hosen, die sehen bei mir immer so voll riesig aus. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist immer so total unförmig hier bei mir. Oder weil ich es halt gewohnt bin, engere Hosen zu tragen. Das kann auch sein. Meine Socken habe ich jetzt mal ausgezogen, die sind da hinten. Toll. Ja, mehr Realität und so. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Mal gucken. Was kostet die denn? Die kostet 25,95. Was meint ihr? Seht ihr, sowas meine ich. Ich bin es eher gewohnt, ja, so engere Hosen zu tragen. Ne? Gefällt mir auf jeden Fall voll gut, die hier. Mir sind die Spiegel so schmutzig, deshalb kann ich euch das gar nicht so richtig schön zeigen. Die ist aber auch interessant gemacht, schaut mal. Die hat hier so Spitze und unten auch nochmal Spitze. Könnt ihr das sehen? Auch irgendwie schön aus. Was meint ihr? Sieht auch irgendwie süß aus. Die finde ich cool. Die ist richtig süß. Mit den Details hier. Das gefällt mir gut. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, reicht.
sieht die aus, die Jacke. Jetzt seht ihr sie mal angezogen. Richtig schön, aber ich glaube, die kostet 70 Euro. Aber es sieht ganz toll aus, finde ich. Und Max Schatz, bist du zufrieden mit meiner Auswahl? Ja. Die du für mich getroffen hast. Da ist die Tüte. Schaut mal, voll schwer. Der Max trägt sie für mich, voll der Gentleman. Und jetzt gehen wir rüber zu Jack and Jones und da suche ich jetzt die Sachen für dich aus. Okay, Vorsicht, Straßenbahn. Der Lassie ist auch mit dabei. Lassie? Ja. Da ist mein Lassie. Super, geht zum Jack and Jones. Mal schauen, was der Max jetzt aussucht. Du suchst aus. Achso, ich suche aus, ja. Schon ganz verwirrt. Da ist Jack and Jones. Schaut. Oder H&M. Mal gucken, ob wir dann rübergehen noch. Da drüben ist H&M. Okay, gehen wir aber erstmal hier rein. Da sind die Sachen. Drei kurze Hosen. Jetzt schauen wir mal. Die finde ich total schön. Die gefällt mir gut. Dir auch, ne Max? Ja. Ist auch ein schöner, leichter Stoff. Also gut, dann probier mal an und ich schaue mal nach Oberteilen. Das finde ich irgendwie richtig cool. Total schick und unten dann so sportliche Schuhe. Für den Max, ne, wenn er dann seine Verabschiedung hat für sein Abi. Hm, mal schauen. Jetzt soll er erstmal die anderen Sachen anprobieren. Die haben hier aber echt richtig schöne Sachen. Nur diese Puppen hier machen mir Angst, immer wenn ich dran vorbeilaufe. Und da ist der Lassie. Wir warten jetzt, bis der Max sich umzieht. Ja. Der braucht ja eh länger als ich. Sicher? Nein. City gekostet 39,99. Und diesen Max leider ein bisschen zu groß. Schade. Ein bisschen ist relativ. Ein bisschen ist relativ. Aber die andere, die hätte 50 gekostet, ne? Schade. Schade. Ich glaube, wir gehen doch rüber zu H&M. Die hat mir so gut gefallen. Könnt ihr jetzt gar nicht so gut sehen, ne? Aber wie gesagt, 50 Euro. Schade. Die ist auch schön. Die beige. Das ist sowas für einen Max. Mal gucken. Mal gucken, was er jetzt anprobiert. Okay, also bei Jack and Jones gab es nicht so viel. Jetzt gehen wir mal in den H&M und hoffen, dass da mehr Auswahl gibt, ne Max? Richtig. Mal schauen. Ich darf nicht gucken. Haben sie mir verboten, meine Jungs. Oder darf ich mal kurz schauen, Lassie? Okay, kurz darf ich schauen. Max. Und das ist das Ergebnis, was ich rausgesucht habe. Wenn Max, die gefällt mir voll gut. Bin ich gespannt. Du bist gespannt? Mhm. Also dann, auf geht's, probier an. Los geht's, beeil dich. Mal gucken, ob du jetzt schneller fertig bist. Ja. länger. Ja, aber mich angemutzt, ne? Mega. Die gefällt mir. Ich hol dir mal einen Gürtel, Schatz. Das Licht ist grottig hier. Aber so ist schon. Ja, und ich kann nicht mal hochgehen jetzt zum Shoppen, weil ich aufpassen muss, was er da macht. Also aufpassen, das war gerade auf Italienisch. Ich muss jetzt ihn beraten und gucken. Und sie mal einen Gürtel holen, hat er gesagt. Bin ich hier angestellt oder was bei H&M? Komm, wir gucken mal nach dem Gürtel. Ja. Zeig mal, Max. Der Max ist müde, merkt ihr das? Vom Feiern. Saumüde. Ich hol dir einen Gürtel, Schatz. Sieht aber gut aus. Hey Max. Dankeschön. Oh, das ist die andere Hose. Sieht auch schön aus. Meinst du? Ja, geht auch. Ja. Jetzt kommt meine Lieblingskombi. Hey, ah, da bist du ja. Nee, noch nicht. Aber das Hemd sieht sehr gut aus. Das Hemd sieht gut aus, Schatz. Okay, jetzt meine Lieblingskombi. Oder wollte. Ach, er wollte mir noch die kurze Hose zeigen. Moment. Ich find's gut. Zeig mal. Ja, schön. Schön, Max, aber der gähnt sich einen ab hier. Der ist total müde. Das zeige ich euch lieber nicht. Nicht, dass ihr denkt, der Max wäre genervt. Der ist nur müde. Okay, jetzt meine Lieblingskombi, Schatz. Hier. Nicht schön? Okay, gefällt ihm schon mal nicht. So. Das ist meine Lieblingskombi. Das gefällt mir, aber das Hemd musst du ein bisschen reinstecken, Schatz. Ja, das mache ich dann noch. Machst du noch? Ja. Sieht ganz schick aus, die Hose sieht toll aus. Mega. Gefällt's dir? Soll ich nochmal gähnen, oder? Nee, bitte ohne gähnen, Max. Der ist so müde, der Max, der Arme. So ist es, ne, wenn man 18 ist und Party macht. Ja. Also gut.
Was? 5 Uhr. 5 Uhr. Ach Gott, mein armes Kind. Und die Mama will shoppen gehen. Also gut, dann Schatz, mach die Sachen zurecht und dann gehen wir bezahlen. Ich kann das gar nicht so richtig schön einfangen, aber der Stoff ist so, so toll von der Hose. Die hat hier auch so eine Bügelfalte und mit dem Hemd. Ja, und wohin will er das anziehen dann, der Max? Max, wohin willst du das anziehen? Meine Lieblingskombi? Ja. Für den Club, habt das gehört? Ja, richtig schön. Und das T-Shirt ist auch voll schön. Und die drei Hosen noch. Bereit? Yes. Also, let's go. Bezahlen. Bezahlst du oder ich? Okay. Ja. Hör auf, wenn ich am Montag keine Frühstück habe, bin ich dabei. Ich habe schon lange nicht mehr zusammen gesungen. Jetzt ist es wieder die letzten drei Tage, jeden Tag feiern, bis 5 Uhr. Bist du zufrieden, Max? Ja, ich bin zufrieden. Oh, er ist schon fast am Schlafen, der Max. Ja. So, und wo geht's jetzt hin? Subway. Yay, Subway. Wir lieben Subway. Also, wir beide lieben Subway. Ich habe gerade das beste Kompliment ever bekommen. Ich habe das jetzt gerade so gefeiert. Und zwar hat eine geschrieben, ach so, das ist gar nicht ihr Bruder, das ist ihr Sohn. Ja, das ist mein Sohn. Bestes Kommentar. Daumen nach oben. Jetzt darf ich die schwere Tasche tragen, ne? Was hältst du davon, wenn du die mal nimmst? Ich muss auch mal meinen Followern hier. Er muss auch seinen Followern schreiben hier, schaut mal. Hier, jetzt nimm die Tasche. Trag dein eigenes Zeug jetzt. Ja, okay, da ist auch mein Zeug drin. Wir haben keine Tüte bei H&M gekauft. Der Umwelt zuliebe. Ne, Max? Jawohl. Jawohl. Oh, Max, darf ich da vorne noch Schuhe gucken? Nein. Bitte. Oh, bitte. Ich fahr einfach heim. Du fährst einfach heim. Stimmt, jetzt darf er ja alleine fahren, ne? Mist, jetzt braucht er mich nicht mehr, der Max. So, der Max, er fährt uns jetzt nach Hause. Ich habe noch zwei Hosen mitgenommen bei Zara. Die habe ich euch aber nicht gezeigt. Ich habe euch die unterschlagen, weil meine Männer Stress gemacht haben. Ich soll mich gefälligst beeilen. Hier ist noch eine schwarze. Hier unten am Bund hat sie so Spitze. Ich kann euch gerne einen Fashion Haul drehen, wenn ihr das wollt. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Und wir fahren jetzt nach Hause. Ne, Max, wir haben uns echt beeilt in der Stadt und haben einiges gekauft. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Ja. Shoppen ist nichts für Männer, glaubt mir. Vor allen Dingen nicht, wenn man so viel Party gemacht hat und müde ist. Ja, okay, also, wir verabschieden uns jetzt. Ich hoffe, dass euch unser Live Zara, H&M und Jack & Jones Haul gefallen hat. Wir haben euch einfach mit in die Stadt genommen, weil wir eben ein bisschen was shoppen mussten. Und ja, also wir verabschieden uns von euch. Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao. Ja. Da ist ja noch der Lassie.